Herzlich willkommen zur zweiten Episode unseres Dead Island Riptide Let's Plays. Ich bin Soevo und ja, ich hatte gerade mal kurz Zeit zum Durchpusten. Ich werde die zweite Episode gleich hinterher spielen. Und ja, wie gesagt, wir werden uns jetzt hier erstmal die Talentbäume angucken, bevor wir jetzt weitermachen. Was ich eben schon mal gesehen habe, dass unten mehr auch die Waffen Arten sich leveln, was ich ganz cool finde. Und dann gucken wir mal, was hier so verfügbar ist. Rasereigewinn durch Nahkampfangriffe plus 10%. Das interessiert mich eher weniger. Gruppenrasereidauer. Das ist, ich weiß nicht, so Raserei ist aktuell noch nicht so mein Ding. Raserei steigert deine Bewegungsgeschwindigkeit. Okay, gucken wir mal hier. Hier geht wohl auch noch ein Punkt rein. Das hier sieht doch gut aus. Das machen wir auf jeden Fall. Ausdauerverbrauch um 15% senken bei Nahkampfangriffen. Was gibt's denn hier noch? Haltbarkeit von Nahkampfwaffen erhöhen. Das ist, denke ich, auch über kurz oder lang interessant. Chance auf Heilung nach jedem Treffer. Das sollten wir auch irgendwann machen. Ich denke, da gibt's viele richtig gute Sachen. Aber wir haben ja sowieso jetzt erstmal keinen Punkt mehr. Jetzt gucken wir mal kurz nach unserem Inventar, dass wir das, was wir haben, ausrüsten. Dafür haben wir keine Munition mehr, okay. Der Messingschlagring scheint wirklich gut zu sein. Tun wir das mal da drauf. Und dann gucken wir mal, wie es weitergeht. Erreiche die Brücke ist unser nächstes Ziel. Können wir hier vielleicht irgendwie was sammeln? Warum können wir das nicht mitnehmen? Haben wir keinen Platz mehr vielleicht? Könnte es daran liegen? Gucken wir doch nochmal. Dass wir irgendwie was wegwerfen vielleicht, wenn wir keinen Platz mehr haben. Dass wir das hier fallen lassen. Jetzt können wir es mitnehmen, okay. Also haben wir schon unser Inventarplatz erreicht. Unser Maximal-Slot-Vermögen, das ist ein bisschen uncool, muss ich sagen. Und dass hier überall irgendwelche atomaren Zeichen auf den Kisten sind, das gefällt mir auch nicht wirklich. Aber egal. Wir müssen ja weiter vorankommen. Gucken wir erstmal hier unten. Okay, ich glaube, wir sollen sogar hier unten bleiben, so wie es aussieht. Oder? Ne, wir hätten nach oben gemusst, okay. Oder? Geht es auf? Ne. Komische Tonmusikkram. So. Gucken wir mal, was uns hier oben erwartet. So eine Leiter nach oben auch. Gucken wir erstmal hier rum. Ich weiß gar nicht, ob man da überhaupt hoch konnte. Erst nochmal. Okay, lassen wir doch mal hochgehen, wenn wir hier durch eine andere Richtung kommen, als wir eigentlich laut Checkpoint sollen. Vielleicht ist hier ja irgendwas Cooles. Okay, da sind auf jeden Fall ein paar Zombies. Okay, da sollen wir aber rum. Egal, bleiben wir jetzt hier. Komm, töten wir euch jetzt erstmal. So, gut, dass wir dieses Ausdauerzeug genommen haben. Ich glaube, das passt sehr gut. Das hast du Geld, das ist sehr gut. Haben wir hier noch was? Das wäre ein anderer Weg gewesen. Okay. Gehen wir jetzt so immer hier rein. Also, ja, dass du da bist, war ja schon klar. Töte alle Monster, okay. Sehr interessant. Da unten ist auf jeden Fall eine Art Boss oder sowas laut Map. Was jetzt nicht unbedingt meinem Geschmack entspricht, würde ich sagen. Okay, der ist total schon tot. Was bist du für einer? Du bist ja eine Art Boss oder was? Okay, die können da irgendwie nicht umhauen. Also umtreten. Knarre.
komm, schießen wir die mal in den Kopf rein, das wird das Beste sein. Ein Lappen. Okay, was hast du hier? Boah, der hat richtig viel Kohle. So, jetzt gehen wir mal wieder auf unsere Waffe. Vielleicht gehen wir mal da drauf als erstes. So, halten. So. Eieiei. Was macht er jetzt? Was ist das denn für ein Fisch? Oh Mann. Sind wir wieder benommen hier? Kapitel 1, also haben wir den Sturm wohl gemeistert, kriegen auch die Trophäe dafür. Ja, Munition ist unbezahlbar, also setze sie überlegt ein. Alles klar für den Tipp. Bin ich mal gespannt, was jetzt passiert. Rennen oder Schwingen mit der Waffe kostet zusätzliche Ausdauer. Hey, hey, wake up. You all right? Oh. What happened? Okay. Ship must have capsized. Get up. The ship's dead in the water. Can you walk? Only one way to find out. Where am I? Pal and I. But it's really not safe here on the beach. There's an infection. Some sort of plague. It's spread here as okay. Well? Jesus. The whole island's gone to hell. Jesus Christ. Die nächste right now Insel. You need to move. Head for the Paradise Survival Camp. Look for the big treehouse. You'll find other survivors there. Take this. In the meantime, I'll see if anyone else washed up on the beach. Okay. Das ist wohl so eine Art Chefin hier. This storm was a disaster. Ja, da sind wir jetzt wohl auf der nächsten Insel. Sind schiffbrüchig. Super gut. Haben wir ein bisschen Geld. Haben wir unsere alten. Na, wir haben natürlich auch keine von den Waffen, die wir gesammelt haben, mitgenommen. Das ist ja super cool. Hat sich das ja richtig gelohnt, dass wir das gemacht haben. Dann kriegen wir ein Paddel, ein bisschen Geld. Gucken wir uns hier am Strand auf jeden Fall um, würde ich sagen, wenn hier alles voller Zeug ist. Vielleicht finden wir noch ein bisschen was. Bis wir angefallen werden. You need to get patched up. Ah, soll zusammengeflickt werden, ist klar. Aber erstmal sammeln wir hier das ganze Geld ein. Können wir sicher gut gebrauchen. Du siehst sehr gut aus, ey. Das Problem ist, ich denke nicht, dass es lang dauert, bis wir auf irgendeinen treffen, der noch lebt. $35 haben wir da, alles klar. Ist doch die Frage, in welche Richtung sollen wir denn gehen, um da hinzukommen? Du lebst doch bestimmt noch, oder? Nein. Alles tot. Und ob ich da reinrennen sollte, weiß ich nicht. Wenn er da überhaupt rein kann. Okay. Okay. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich da hätte reingehen sollen. Mal schauen, was hier drin abgeht. Also bisher gingen die Ladebildschirme eigentlich. Der hier ist relativ lang, muss ich sagen. Geht zum Dorf der Überlebenden. Ich glaube. Irgendwie habe ich das Gefühl, als wäre ich hier nicht wirklich auf dem Weg dorthin, wo ich hin soll.
Karte auch nicht verfügbar, sehr interessant. Ich würde sagen, wir gehen erst nochmal zurück und gucken uns da noch ein bisschen um, weil ich glaube nicht, dass wir da durch eine Höhle rennen sollen. Ich kann es mir nur schwer vorstellen. Das Erbrochene von Wasserleichen ist brennbar. Okay. Verrückt. So. Ja, genau, das sollen wir nämlich scheinbar nicht hin, wenn da unser Checkpoint-Pfeil ist. Sollen wir wohl eher in diese Richtung gehen. Aber immerhin wissen wir schon mal, dass da so eine Art Höhle ist, wofür auch immer die gut sein mag. Werden wir wahrscheinlich früher als uns lieb ist herausfinden. Checkpoint ist irgendwie in die Richtung eher. Hey, is anyone there? Schrei halt rum. Da ist so ein blöder Koffer. Okay, hier sind wir auf jeden Fall rum. Da ist was. Mal da. Das müssen wir da auch einsammeln können, oder nicht, wenn das so blöd blinkt. Sieht aber nicht so aus, okay. Verrückt. So blinken das dann so behindert. Man kann es einsammeln, das wollte irgendwie nur nicht heben. Jetzt. Verrückt. Müssen wir da wirklich haargenau drüber gehen? So, damit man das einsammeln konnte. Something useful? Gucken. Hier ist überall noch Zeug, ey. Nochmal wieder voller HP. Und noch ein Paddel. Ist hier noch was? Noch ein Paddel? Ist mal da. Zahnräder. Alles wichtiges Zeug. Da drin ist auf jeden Fall auch Krams. Vielleicht mal gucken, wie wir da reinkommen. Die Leiche sieht aber unangenehm aus. So. Das bringt nix. Gucken, wie man hier reinkommt. Muss ja irgendwie eine Tür oder sowas geben. Komisch. Seltsam, seltsam. Das hier ist so eine Tür. Warum kann ich da nicht rein? Vielleicht soll ich da noch nicht rein. Wie auch immer, gehen wir erstmal nach oben. Mein Messer oder sowas. Blutspur, uncool. Wenn das jetzt das ganze Camp auch noch verseucht. Jackpot. So. Wird's ja wohl gleich hier langsam wieder mal zur Sache gehen, schätze ich. Paradies, ja. Gehen wir mal hier rum. Wenn das Spiel das von mir möchte. Sag mal hier, bist du für einer? Eine komische Leiche. Okay, hier ist wohl Action.
Ritters Lager. Man hört alles voller Zombies. Super praktisch. Hilft bei der Verteidigung des Dorfes. Na komm. Hallo, hier bin ich. So, du bist tot. Ach, du bist aber ganz schön interessant auf mich. Haupenschaltung. Gehen ja. Lasst mich doch in Ruhe. Was wollt ihr denn alle von mir? Umfallen, umfallen, umfallen müsst ihr. Nicht ich. Komm. Bist du denn klein, Junge? So, muss da eigentlich gleich auf der nächste. Eieiei. Abgeschnetzelt. Naja, du kriegst jetzt auch deine Hilfe. Gib mir lieber auch mal eine Knarre oder sowas, ey, Kollege. Snack immerhin. Komm, komm. Bin noch dabei, Mann. Willst du denn? Brauch wieder Ausdauerpunkte. So. Zack, zack. Was macht der denn da? Ein Riesenüberfall hier, oder wie soll das da? Was soll das hier sein? Ah, da haben wir doch was. Was haben wir da? Das sieht doch nach einer Waffe aus. Ein Bauplan. Baseballschläger, Whisky, Nägel. Okay. Aber egal, ein Bauplan gefunden. Das ist doch cool. Energy Drink, was haben wir da? Das ist leer. Da noch? Gut, okay. Irgendwie ein Messer oder sowas. Oh, du bist auch tot. Das waren wohl alle. Sehr interessant. Gucken wir uns jetzt erstmal um. Klauen den, was wir klauen können. Gucken wir, was kann man denn jetzt hier machen? Modifizieren. Bauplan genagelt. Will ich aber eigentlich gar nicht. Würde gern Sachen reparieren. Mal. Und gucken wir mal, dass wir jetzt mit dem Kalle reden. Den wir da reden sollen. Okay, das ist ein Händler. Uiuiui. Die hat auf jeden Fall ein paar coole Sachen, denke ich. Aber die Medikits sind ganz schön teuer. Ich denke aber nicht, dass wir jetzt gerade schon was kaufen sollten. Gegenteil, wir können eher sogar was verkaufen. So. Die Sachen behalten wir mal. So. Können wir hier noch? Brauchen wir eigentlich gar keine Snacks? Was willst du? Dem sollen wir helfen? It's not important. What is important is locking this place down, starting with the bridge. It's the weakest point in our defenses. You're not telling me anything I don't know. The bridge is our bloody weak spot. We've got some fences,
Maybe securing the other entrances will slow them down. But I need you to put them up. Can you lend a hand? Ja, klar. Gib uns die Quest. Schwierigkeitsgrad 3 scheinbar. Belohnung Nagelpistole, okay. Why not? Starten wir die Quest mal. I appreciate it. Grab the rolled fences and put them up in the designated spots. Am I glad to see you? Okay, haben wir wohl unsere erste Mission sogar schon bekommen. Was ja irgendwie jetzt nicht unbedingt schwer aussieht, wenn ich ehrlich bin. Okay. Heben wir die auf und stellen den nächsten Zaun auf. Ich denke, das ist hauptsächlich so eine Quest, um auch das Dorf kennenzulernen. Auf jeden Fall können wir so in aller Ruhe alles mitnehmen, was wir finden können. Thank God you're with us. Denke ich. I wasn't even supposed to be here. So. Nächstes Ding. Hä? Warum hat er die jetzt hingeschmissen? So. Ist hier noch irgendwas? Sieht nicht so aus. Dann ab zum nächsten Punkt. Hier haben wir noch was. Hier auch. Überall Geld liegen. Sind es nur Snacks? Brauchen wir nicht wirklich. So, das waren schon alle, oder was? Okay. Kriegen wir da jetzt irgendwie auch EP oder so für? Müssen wir die abgeben? We need to hold them back. Here they come. Okay, da kommt scheinbar schon die nächste Welle. Kriege ich irgendwie auch irgendwie was Cooles? Okay. Alle Teammitglieder müssen überleben. Stärke der Horde, okay. Was gehe ich denn hin und was greifen zuerst an? Okay. Was, um was soll ich kämpfen? Gegen was? So, das waren die hier. Das wird dann wohl die nächste Welle sein. Ich brauche nur irgendwie mal wieder Punkte. Das ist ja nicht gut. So, das bist du gewesen. So, das war der nächste. Okay, okay, okay. Wo kommst du denn her? Komm her. Eieiei. Einer noch übrig scheinbar. Wo auch immer. Stellung Boden, okay. Das war's, glaube ich. Oh Mann. Quatschen mit Trevor, okay. Wird gemacht. Hell, that was close. Struth. I was hoping it wouldn't come to that, but they would have overrun us. Ja, allerdings. The fences are working, but you were right about the breach. We need to blow it. It's too dangerous. Take this flare gun and use it to ignite the barrels by the bridge. So, wir sollen die Brücke sprengen. Machen wir das doch. Okay, das wird aber scheinbar nicht ganz so einfach, wie ich mir das vorgestellt habe. Okay, wird jetzt gerne eine andere Waffe. So.
da? Nehmen wir mit, auf jeden Fall. Ja, ihr seid ganz schön viele Kollegen. Geht mal woanders hin, bitte. Alter, wie viele sind denn das? Wie geht's hier um? Komm, komm, komm. Alter, was bist du denn für eine? Geht hier ab? Verdammte Scheiße. Snacks, 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 Snacks. Helfen wir hier weiter mit. So. Muss man irgendwie weiterkommen. Nagelpistole. War wohl nicht nah genug. Ihr seid mir ein paar zu viele, ehrlich gesagt. Holy shit. Na komm. Umtreten, umtreten, umtreten. Mehr bleibt mir gerade nicht. Komm, komm, komm. Einfach jetzt reinmetzeln. Uiuiui. Ist klar, ist klar. Dann klebt meine Waffe fast. Gott. Komm, stirb einfach. So. Gucken wir erstmal, dass wir jetzt mit der Nagelpistole hier vorankommen. Wieso rumschreit, ey? Geht denn ab? Das war wohl nix. Okay, holy shit. Okay. Können wir vielleicht erstmal was Regeneratives holen? Okay, wir haben es aber auch scheinbar geschafft. Aufstieg, neue Upgrades verfügbar. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. I heard the explosion. Ah, die kennen wir doch. You blew the damn bridge? Was that really necessary? Oh, thank God you survived. Yeah, now I owe you something, motherfucker. Get up, you son of a bitch. Whoa, I owe whoa. You something, too. Apparently, you've all met. I know what it looks like, but I swear to God, I mean no harm. That operation was out of my hands. It was Serpo. So who was he? Schon klar. He works for a private concern. His superiors own my superiors, and they're the ones calling the shots. I'm sorry for what they did to you, but there's no way that he can... What exactly are they doing here, Colonel? The rumor is they're trying to weaponize this plague for use as a bioweapon. Being immune, my guess is your blood is essential for their research. You knew this, yet you did nothing to stop them. I'm a soldier. I follow orders. Well, soldier, here's an order for you. Go fuck yourself. I can help you. There's a military outpost in Henderson, and I know the commanding officer. They have food, water, weapons, and a way off this bloody island. Last time we trusted the army, they threw us in a cage. Look, I understand how you feel, but we don't have much time here. This island, it's about to be nuked. Nuked? Okay. Yeah, we heard that same story on Benoit. You know, bombs fell there. Are you sure about that? This would explain all the air traffic recently. Choppers flying out with equipment crates. That's right.
They have to cover up what they've done here. And once they're through evacuating the island... They're dropping a bomb? Listen, I trust this asshole about as far as I can throw him. But if what he's saying is true, we should hear him out. We need to get off this goddamn island. Fuck. So, Henderson it is then. If that's the case, then we're all coming with you. All right then. Let's move. Only 5 of us are immune, so some of us should stay and defend the camp while the rest scout for a way out of here. Good. Let's get to it. All right, Colonel. But if you're lying to us, God help you. Because we sure won't. Ja. Come here. Klingt ja schon mal sehr interessant, das Ganze. Uff, jetzt haben wir das erste Kapitel abgeschlossen. Und ich würde sagen, dann beenden wir ja auch an dieser Stelle die Episode und machen mit der neuen Quest dann in der nächsten weiter. Ich denke, wird weiterhin sehr spannend und ja, sag mal ciao, ciao, bis zum nächsten Mal.